mich kurz vorzustellen. Mein Name ist Ralf Richter, bin Werkleiter bei der Firma Bosch in Waiblingen und beschäftige mich jetzt schon seit einiger Zeit mit Produktionssystemen, kontinuierliche Verbesserung, war früher in der Zentrale, habe das zentralen Rollout des BPS geleitet und bin jetzt eben wieder im Werk, um die Dinge einmal in der Linie selbst und praktisch zu tun. Und darüber möchte ich eigentlich berichten. Aber vielleicht vorher noch ein paar Folien vorher. Was ich auf der ersten Folie hier zeigen wollte, ist Folgendes. Wir haben ja im Lauf, wir machen jetzt Produktionssysteme seit über 10 Jahren. Wir haben gerade unser 10-Jähriges gefeiert. Haben im Lauf der Zeit ja erkannt, eigentlich der Kern von Produktionssystemen ist das Thema kontinuierliche Verbesserung. Das heißt, aus vielen Methoden, aus Produktionssystemen, Verfügbarkeit von Anlagen, standardisierte Arbeit, Pulssystemen und so weiter, da sehen wir Abweichungen, Probleme, die wir wiederum aufgreifen können im täglichen Arbeiten und die dann zu Verbesserungsaktivitäten führen. Jetzt sind wir aber in folgendes Problem reingelaufen, dass wir so viele Abweichungen aus den täglichen Problemen haben und so viele Aktivitäten, dass wir letztendlich in den Fabriken am Workflow dann unendlich lange, wir nennen es OPL, also offene Punktelisten, unendlich lange offene Punktelisten hatten, mit sehr, sehr langer Durchlaufzeit. Und wenn wir genau hinguckt haben, waren immer die gleichen 2, 3 Leute dahinter gestanden, die verantwortlich waren für die Verarbeitung, von der Instandhaltung und was weiß ich. Und wenn man dann über einen längeren Zeitraum das beobachtet hat, dann sind die Probleme immer wieder gekommen. Wir haben uns eigentlich nicht wirklich verbessert. Und deshalb, das soll das Bild aufzeigen, viel, viel Aktivitäten und ein relativ geringer Verbesserungsgradient. Das war die Situation, in der wir damals waren. Braucht man eine Zeit lang, bis man das realisiert. Und dann haben wir überlegt, wie können wir uns denn da eigentlich verbessern? Wie können wir, was wäre da eigentlich der nächste Schritt, dass wir in unseren Verbesserungsaktivitäten schneller vorankommen? In der Zeit hatte ich ja auch mit Mike viele Führungskräfte-Workshops gemacht. Die Kata hatte sich gerade entwickelt und wir sind natürlich auf das Thema Kata übergegangen. Heißt beim Bosch nicht unbedingt Kata, heißt System und Punkt-ZIP, nur falls Sie es mal hören, ist aber eigentlich genau der gleiche Inhalt. Geht also darum, dass wir unsere Verbesserungsaktivitäten bündeln, indem wir Zielzustände, haben wir ja heute schon genügend drüber gesprochen, würde ich jetzt auch nicht weiter vertiefen, indem wir Zielzustände definieren, indem wir dann unsere Probleme identifizieren, die uns abhalten davon, die Zielzustände zu erreichen und die dann in PDCAs eins nach dem anderen ganz sauber abarbeiten. Und das soll das Bild auch andeuten, wie wir dann versuchen, quasi den Verbesserungsgradienten durch die Ausrichtung dieser Verbesserungsaktivitäten über Zielzustände den langsam hochzukriegen. Jetzt ist aber Folgendes, wir, in den Werkstätten waren wir es immer gewohnt über Ziele und Maßnahmen, das ist eigentlich unser Handlungsparadigma, Ziele und Maßnahmen. Dazu arbeiten, das waren wir immer gewohnt, aber wenn man jetzt über Zielzustände spricht und ein Zielzustand beschreibt ja einen Prozess, einen Fertigungsprozess oder einen Logistikprozess, wie er laufen sollte. Und was hält mich denn davon ab, da hinzukommen und was ist eigentlich das nächste Problem mit dem größten Hebel, um da hinzukommen und das dann sauber im PDC abzuarbeiten? Das ist eine ganz andere Vorgehensweise. Also sind wir da in einem echten, Mike sagt Verhaltensänderung, also in einem echten Change-Prozess. Das war uns auch bewusst, dass es da hinzukommen nicht ganz trivial ist. Zu dem Zeitpunkt, das ist jetzt einige Jahre her, gab es bei Bosch so ein Veränderungsdreieck, das ich hier mal hingezeichnet habe, original aus der Zeit. Im Kern finde ich das ja gar nicht so schlecht. Wenn Sie einen Veränderungsprozess, also Verhaltensänderung erzeugen wollen, brauchen Sie die 3 Komponenten, die da aufführen. Sie brauchen eine Methode, also eine Sachlogik, was wollen Sie überhaupt machen, Produktionssystem, Kata, was auch immer. Sie brauchen eine Befähigung der Mitarbeiter und Sie brauchen natürlich die Führung, die das Ganze lenkt. Das Ganze hat aber eine Krux. Befähigung, klar, Training, Führung steht jetzt hier, Ressourcenmanagement, Fortschritt verfolgen. Und das ist genau der Punkt, wo wir dann als nächstes gescheitert sind, das haben Sie wahrscheinlich auch schon erlebt, wenn die Führungskraft das Ganze nur steuert, dann wird es nichts werden, weil sie dann natürlich mit ihren Kata und ihren Verbesserungsaktivitäten und ihren Analysen sich immer nur auf der Oberfläche bewegen wird. Es wird wohl gemacht, formal, auf dem Papier, aber wenn Sie dann mal ein bisschen genauer, und nach einiger Zeit merken Sie auch keinen Fortschritt, und wenn Sie ein bisschen genauer reingehen, tut sich eigentlich nicht viel. Das heißt, die Führungskräfte, wenn es ihnen so wichtig ist, diese Verhaltensänderung zu erzeugen oder eigentlich bei jeder Verhaltensänderung, müssen die Führungskräfte damit ins Boot und die ganze Sache eigentlich inhaltlich mit den Mitarbeitern zusammen bearbeiten. Darum war ich mal so frei und habe einfach den Bogen, so macht es für mich mehr Sinn, das Dreieck. Befähigung der Mitarbeiter, Training, klar, braucht man, aber danach muss eigentlich ein On-the-Job-Training kommen durch die Führungskräfte und das nennen wir dann eigentlich Coaching, also Führungskraft als Coach,
Führungskraft befähigte Mitarbeiter. Inzwischen habe ich den Pfeil von der Führungskraft rüber zum Training, den habe ich auch rückwärts gemacht, weil wenn Sie es mal machen, dann werden Sie sehen, Sie lernen mehr als der, den Sie coachen dabei. Sie sind ja in vielen, vielen Baustellen unterwegs und dadurch haben Sie Chance, viel mehr zu lernen. Und das hilft Ihnen ja, das ist eigentlich so ein Hin und Her. Aber jetzt kommt natürlich die Kernfrage aller Dinge. Wie kriegen wir unsere Führungskräfte dahin, dass sie als Coach agieren können? Das ist, glaube ich, die schwierigste Herausforderung. Da gehört ja eine Menge dazu an Softfaktoren, aber auch eine Menge Know-how, an ganz, ganz harten Methodenwissen etc. Wie kriegen wir die eigentlich dazu, führen zu können? Vor der Frage waren wir vor einigen Jahren gestanden, damals war ich noch zentral bei BPS. Und wir haben eigentlich gesagt, habe ich heute schon mal irgendwo gesehen, die Folie, man muss als eine Führungskraft durch die Stufen durch. Das hatten wir auch von Toyota, hat uns ja gecoacht zu dem Zeitpunkt, hat ja Bosch gecoacht in ein paar Modellwerken, das ist so eine Original-Toyota-Folie. Man muss durch die Stufen durch, do you understand it? Also erstmal durch ein Training verstehen, worum geht es eigentlich, can you do it? Man muss es wirklich machen und erst das ist die Grundlage, dass man es dann anwenden kann, also can you lead it? Hört sich gut an, aber wie kommen wir denn durch den ganzen dadurch, natürlich brauchen wir da oben die Experten, die Headcoaches, die uns Führungskräfte trainieren, am Praxisfall da durchzugehen. Wichtig ist aber, dass die Coaches, wirklich die Führungskräfte, angefangen beim Werkleiter über die Bereichsleiter, man kann auch diskutieren, ob man irgendwo in der Mitte anfängt, weil ein Werkleiter von einem großen Werk, ich meine, ein bisschen weit weg, also die können wir vielleicht nachher noch diskutieren, aber auf jeden Fall ab einem gewissen Level von Management muss der die befähigen, das zu tun. Aber er darf es nie selber tun. Das ist Ihnen hoffentlich klar. Also in dem Moment, wenn die Führungskräfte einen Step zur Seite machen, oh, ich kann heute nicht kommen, ich habe irgendeine andere Besprechung und der Coach steht dann da mit dem Meister und mit dem Einsteller und das ein paar Mal hinterher, dann geht die Übung schief. Ja, also das muss sklavisch durchgezogen werden. Da gibt es auch bei Bosch zentral eine Entwicklung von Coaches, die man anmieten kann, die eigene Coaches wiederum trainieren und so weiter und so fort. Und die Organisation wurde aufgebaut. Aber Sie brauchen, egal wie Sie es machen, Sie brauchen irgendeinen Experten, der das Know-how hat in der Kata und der Sie da durchführen kann. Aber der darf nur und nur Ihre Führungskräfte befähigen, das dann zu tun. Und da haben wir heute schon ein paar interessante Versionen eigentlich gesehen. Ich habe Ihnen rechts mal irgendwie so hingeschrieben, was ich meine, wer wohin kommen sollte. Führungskräfte ab Meister, can you lead it? Ein Teamleader, can you do it, reicht eigentlich, Mitarbeiter sollten wissen, warum arbeite ich überhaupt im Standort. Nur mal so ganz grob abgeschätzt. Jetzt komme ich aber, so jetzt lasse ich mal die Theorie weg und komme einfach mal zur Praxis. Ich habe vor 2 Jahren von der zentralen Position die Werkleiterposition wieder übernommen und habe gesagt, okay, das machen wir jetzt. Das Werk war relativ unbeleckt vom Produktionssystem und da gab es gar nicht. Es gab Morgenmeetings, wie Sie sie wahrscheinlich auch alle haben, aber die liefen relativ unstrukturiert nach OPLs und offene Punkteliste und so weiter ab. Haben wir dann gesagt, na jetzt steigen wir ein mit dem Coaching und wir haben das folgendermaßen gemacht, ein ganz einfacher Plan. Jeden Morgen von 9 bis 10 Uhr habe ich eine Coaching-Runde, immer in einem anderen Wertstrom. Das hat circa die Hälfte vom Werk, wir haben uns die Hälfte ausgesucht, die ziemlich in Trouble war, also die sehr viele Leistungsverluste hat, die Hälfte haben wir uns rausgesucht, ist dadurch abgedeckt und das habe ich eben morgens von 9 bis 10, je in verschiedenen unterschiedlichen Wertströmen gemacht und der Wertstrommanager ist bei uns ein Gruppenleiter, der eigentlich ein Produkt unter sich hat, der macht es dann täglich weiter. Diese täglichen Meetings gab es schon, diese Morgenmeetings, aber unstrukturiert und wir haben die Kata-Struktur dann da drüber gelegt. Und ich bin halt einmal in der Woche dann und bin aber manchmal auch in die Morgenmeetings rein. Und dann gab es natürlich auch viele Sondertermine. Also es war der Regeltermin, aber wenn wir mal eine Prozessanalyse gemacht haben, solche Dinge, das gab es dann immer in Sonderterminen. Das heißt aber, wir haben sklavisch durchgehalten bis 10 Uhr morgens besprechungsfreie Zeit. Gibt es also im Werk keine Anfragen zu Besprechungen oder Ähnliches, weil da die ganze Organisation ihre Morgenrunden dreht, so quasi. Und ich würde jetzt einfach mal durch die Schritte durchgehen und was wir so erlebt haben und wie wir da durch so ein Werkstatt und durch so ein Coaching durchgehen. Einmal im Jahr ist das Thema Business Case angesagt. Das heißt, das steht eigentlich vor der Coaching-Karte. Wir müssen ja als erstes mal wissen, warum tun wir irgendwas in einem Produktbereich. Jeder Produktbereich, sagen wir mal, eine Diesel-Einspritzkomponente bei mir hat natürlich ihre Ziele. Die haben wir bei Bosch Policy Deployment, das ist eigentlich ziemlich glasklar, die Zahlen werden runtergebrochen. Die hat er.
Aber er muss eigentlich auch noch die Anforderungen aus dem Markt kennen. Wo geht mein Kunde hin? Wo gehen die Voluminas hin? Hat er mehr Varianten, weniger Varianten? Bin ich im Anlauf? Bin ich im Auslauf? Weil das hat ja enorme Auswirkungen darauf, wie ich meinen Wertstrom dann entwickle. Ja? Also diese Anforderungen zusammenzustellen, und dann müssen die einfach zusammenstellen, was sind die wesentlichen Anforderungen an die Wertströme. Ich muss leider ein bisschen Gas geben, ich komme schon zu sehr ans Plaudern. Aber es ist ein wichtiger Schritt. Dann im nächsten Schritt sind wir in den Bereichen, Wertstrom überspringe ich jetzt, wir haben kurz die Wertströme angeguckt, sind an jedem Punkt soweit bekommen, Schrittmacher ist unser Problem, also Montagen, instabil, schlechte Ausbringung. Also sind wir rein in die Prozessanalysen, haben die durchgeführt mit den Bereichen, ich habe die selbst gecoacht. Ich werde jetzt nicht auf die Prozessanalysen eingehen, ich nehme an, die kennen Sie alle. Das ist jedes Mal ein ganz tolles Erlebnis. Also wenn Sie das mit den Kollegen durchdiskutieren, jedes Mal klasse Diskussion über Kundentakt und Verluste. Und dann entwickeln Sie das Chart und plötzlich wird eine völlig unstrukturierte Diskussion, die Sie vorhatten, relativ klar. Wenn dann ein Mitarbeiter was sagt, aber das und das geht, dann sagen wir, halt mal einen Finger drauf, welcher Prozess? Ah ja. Und dann können wir an dem Blatt Papier arbeiten. Tausendmal effizienter, klasse Diskussion. Notwendig für den Coach ist eine gewisse Methodenkenntnis. Es ist nicht immer ganz so einfach. Ne, wenn es komplizierte Mensch-Maschine-Aktionen sind oder komplizierte Linien, kann es schon mal ein bisschen, aber im Wesentlichen eine ziemlich coole Sache. Gap to Target heißt einfach, wenn ich einen Zielzustand habe, kann ich auch ausrechnen, was ich damit erreiche an Produktivität und so weiter und kann das wieder zurückrechnen auf meine Ziele. Haben aber die ersten zwei Jahre nicht gemacht, machen wir erst jetzt. Würde ich auch am Anfang nicht tun. Ne. Aber in einer späteren Übung ist das ganz interessant. Jetzt geht es in das Verbessern, ins PDCA rein. Das heißt, wir haben unseren Zielzustand und jetzt können wir uns natürlich raussuchen oder aussuchen, was ist das größte Problem hier in diesem fiktiven Beispiel. Der eine Prozess, der hat eine starke Schwankung in der Zykluszeit, jetzt gehen wir den als erstes an, hinterfragen natürlich, was sind die Probleme, durchlaufen einfach ganz sauber ein KPI, ein PDCA. Ich habe Ihnen hier mal noch dazu geschrieben, was dazu eigentlich gehört, ne? Und was ist P, was ist D und was ist C und ist A. Das durchläuft man sauber, erkennt dann, was sind die Probleme, macht nachhaltige Lösungen und geht dann den nächsten Schritt. Läuft eigentlich auch noch recht gut. Das heißt, hier hatten die Kollegen immer ein bisschen die Tendenz, wieder in Maßnahmen zu springen, zwischen Maßnahmen hin und her zu springen. Ja, da muss man immer gut sortieren, dass man am Ball bleibt. Läuft auch gut, macht man schnell einen Fortschritt. Ein bisschen Probleme hatten wir mit Nachhaltigkeit. Das heißt, technische Maßnahmen haben zum Schluss festgelegt, jede technische Maßnahme, die getroffen wird, muss explizit dahinter ausgeführt werden, was ich tue, damit die nachhaltig ist. Ja, muss ich es ins TPM aufnehmen? Ist es per se, weil es eine Änderung ist von irgendeinem, oder sonst irgendwas. Man muss auch per se. Und standardisierte Arbeit ist eben kontinuierliches Training, Vier-Stufen-Methode und solche Dinge. Das muss einfach parat sein, muss dann auf den Teamleiter übergehen, sonst ist das nicht nachhaltig. Läuft auch noch gut. Klasse Erfahrung gemacht, schneller Fortschritt. Jetzt sind wir in Probleme gelaufen. Wir haben relativ hochtechnisierte Linien, wie gesagt, Dieseleinspritzung und solche Dinge, recht komplexe Linien. Und jetzt sind wir an den Punkt gekommen, oben in den Verlusten. Ja. Und da wird es schon relativ schwierig, weil da kann eine Station, die ganz da vorne ist, verursacht irgendwas, was vier Stationen hinter dann zum Tragen kommt. Und es sind viele, viele, viele Probleme, richtig viele Probleme, die alle verwoben sind und recht kompliziert sind. Da haben wir dann plötzlich keinen Fortschritt mehr gemacht. Das heißt, wir sind gut gestartet, haben auch hier noch die ersten Easy Problems, haben wir noch gut weggekriegt und dann sind wir plötzlich wirklich richtig stecken geblieben. Das erste Thema war, okay, wir müssen mal raussortieren, was sind denn die wesentlichen Probleme. Haben wir dann über Pareto und Painter Charts und ein paar Erfassungen, haben wir das noch ganz gut in den Griff gekriegt. Und da konnten wir sagen, das sind die zwei, drei wesentlichen Probleme von Anlage. Und dann haben wir aber eigentlich, waren wir schockiert, in der Problemlösung sind wir nicht weitergekommen. Irgendwann haben wir mal begriffen, 5W hilft einem an dem Punkt überhaupt nichts mehr. Bei einem komplexen Problem haben wir auf Höhe gehört, die Logik in einem 5W durchzugehen, führt sie ganz eigentlich sicher nicht ins Ziel, weil sie rennen den 5W ja nur ihren eigenen Hypothesen nach. Sie machen eine Hypothese, Hypothese, Hypothese und so weiter. Und bei einfachen Problemen, wo es übersichtlich funktioniert, das, ne, aber bei komplexen funktioniert es definitiv nicht. Warum es uns immer wieder gelungen ist, eine Hypothese für eine Lösung von 5W auch noch zu bestätigen, ist mir heute noch ein Rätsel. Ja. Aber es gelingt sogar, das zu bestätigen, indem man dann sagt, ah, das, was jetzt auftritt, ist ein ganz anderer Fehler. Das kommt von wo ganz anders her und. Auf jeden Fall sind wir nicht an die Wurzel der Probleme gekommen. Wir hatten aber parallel bei Bosch einen Rollout von Problemlösungskompetenz und Prozessen.
im Kraftfahrzeugbereich und wir hatten ein Pilotprojekt bei uns, das lief über 6 Monate, ein Problemlösung, allerdings ein sehr kompliziertes. Da habe ich dann intensiv mitgearbeitet. Ich würde es dann in die Details gehen, das lässt die Zeit einfach nicht zu. Aber in dieser Lösung anspruchsvoller Probleme haben wir dann wahnsinnig viel gelernt und haben das dann deployed in die einzelnen Bereiche, Trainings gemacht und so weiter. Und haben dann wieder richtig, es hat aber 3 bis 6 Monate gedauert, bis wir die Kernprobleme in den Anlagen gelöst hatten. Und haben dann aber 2-stellige OEE-Zuwächse gemacht. Ja, also mit einem enormen Erfolg dann. War aber ein langer Weg. Also viele Kollegen sagen, oh Gott, ich weiß doch schon, was es ist. Und so das Übliche. Ne? Aber zum Schluss sind dann Wirkzusammenhänge rausgekommen, die keiner antizipiert hätte. Und die dann aber auch funktioniert haben in der Verbesserung. Also für mich eigentlich ein bisschen die Botschaft heute, eine Botschaft, wenn Sie mal ein paar Jahre drin sind in der Kata und Sie kommen dann an die schwierigen Probleme, dann muss man sich dem Thema Problemlösungssystematik mal stellen. Da gibt es wahnsinnig viel zu lernen. Das gibt es ja alles schon. Ja, und wir alle, meine Planer, sind trainiert in Problemlösungstechniken, aber sie waren nicht in der Lage, das anzuwenden auf Praxisfälle. Ja. Das heißt, was machen wir jetzt hier oder wie haben wir es gemacht? Sind wir mittendrin? Genau das Gleiche wieder. Ich habe mir einen Coach ins Haus geholt, Problemlösungstechniken, echter Experte. Jeder Wertstrommanager muss ein eigenes Problem lösen und so gehen wir dann im Prinzip durch die ganze Kaskade wieder durch. Sind wir gerade mittendrin. Also die 2 Themen, Kata und Problemlösungstechnik, muss bei mir jede Führungskraft im Prinzip kennen. Das ist eine eintägige Schulung. Und dann aber, das dauert 6, 9 Monate, bis man in der Praxis so weit ist, durch diesen relativ anspruchsvollen Prozess durchzugehen. Was wir auch machen ist, dass wir beispielsweise, auch eine ganz tolle Sache, die Wertstrommanager zusammenkommen, denn jeder stellt sein Problem und seine Lösungsmethodik vor den anderen. Das gibt richtig geniale Diskussionen und dann werden Sie merken, dass Begriffe, Ursache-Wirkungszusammenhänge, Wirkketten, sind ja völlig unterschiedliche Dinge. Da geht es hin und her. Aber es ist eine unheimlich fruchtbare Diskussion und hat uns wirklich ganz massiv weitergebracht. Die Kata, ja, und dann müssen wir noch tiefer einsteigen über Problemlösungstechnik. Jetzt möchte ich aber in meiner letzten Folie noch einmal auf das Thema, es war jetzt viel Technik, aber ich halte es einfach für wichtig, ja, weil das sind die Dinge, die wir erfahren haben. Jetzt möchte ich aber noch in meiner letzten Folie auf das Thema Coaching zurückkommen. Ich mache es ja so, ich coache eine Runde erstmal selber, 3, 6 Monate lang. Dann gehe ich einen Schritt zurück, dann macht der Wertstrommanager das Coaching, dann mit seinen Meistern etc. pp. Und dann geht es noch weiter nach unten. In seinen eigenen Runden macht er sowieso, aber auch in meinen Runden, dieser 1 Stunde pro Woche, dann gehe ich zurück und schaue, wie er coacht, wie er eigentlich seine Mannschaft coacht. Ja. Jetzt habe ich mal gar nicht so explizit mehr in Vorbereitung für den Vortrag mir mal zusammengeschrieben, nach was ich eigentlich urteile, wo ein Coach gerade steht. Ja. Das erste ist, do you understand it? Ich habe, wenn mir ein Coach, also eine Führungskraft, immer nur Fragen stellt, wer macht was bis wann, dann ist er höchstens auf dem Level, do you understand it, wahrscheinlich nicht einmal. Da habe ich auch gehabt, ich habe eine Führungskraft gehabt, die hat nach 9 Monaten immer im Coaching immer nur an dem Punkt aktiv geworden, wenn es um die Frage ging, wer macht was bis wann. Also so die ganz klassische Führungsaufgabe. Und das ist bei mir mittlerweile ein absoluter No-Go. So kann man mal einsteigen, aber ja. Also es ist unterstes Level. Can you do it? Ist dann schon, also kann er es machen, weil er stellt mir ja dann auch sein Pilotprojekt vor in den ganzen Coaching-Runden. Und dann, ich werde das nicht alles vorlesen, aber stimmt, die Systematik bleibt am Ball. Ist er immer am Zielzustand orientiert? Ja. Weiß er genau, verliert er den Zielzustand nicht aus dem Auge. Ja, ganz, ganz wichtige Geschichte. Verfolgt und Fortschritt über KPIs. Vielleicht die wichtigste Stelle der Wirksamkeit und Nachhaltigkeit sicher. Ich fand auch gut, was du gesagt hast. Erst die Wirksamkeit und dann zur Maßnahme trifft es also voll. Ja, und stellt er das dann auch sicher? Ist hier so einfach hingeschrieben, aber ist dann im Coaching ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das zu erkennen und ihn dann gelegentlich nochmal auf eine Runde zu schicken. Ne? Akzeptiert keine Durchschnittswerte, ganz wichtiger Punkt. Wenn Sie Mentees haben, die Ihnen immer mit Durchschnittswerte kommen, können Sie gleich sagen, ein Durchschnittszyklus sagt gar nichts aus. Ne? Also ich glaube, ich habe schon mal hier meinen Toyota-Coach, wir haben uns nicht getraut, unserem Toyota-Coach
irgendwas im Durchschnitt zu sagen. Einmal mussten wir es sogar, weil es relevant war, wir haben es uns nicht getraut. Ne? Weil, wenn er nur das Wort Durchschnitt gehört hat, ist er sofort durch die Decke. Ne? Und jetzt kommt der wichtigste Punkt, stellt hohe Transparenz durch Unterlagen sicher. Das heißt, ich verlange von jedem meiner Mentees, dass ich da hinkomme und der mir in wenigen Sekunden mich in das Thema einführen kann. Ja? Und je schneller das geht, umso besser. Und das sind wirklich komplexe Sachverhalte. Aber ich will da hingehen, ich will Bilder sehen und die Bilder müssen mich ganz gezielt mit Bilder und Daten auf das Thema hinführen, wo er steht. Sind natürlich manche ziemlich irritiert, weil sie sagen, es ist eine Menge Verschwendung, aber ich sage dann immer zu denen, nein, wenn ihr mich nicht abholen könnt, könnt ihr auch die Kollegen nicht abholen, dann könnt ihr im Team nicht arbeiten, sondern ich muss in der Lage sein, die Dinge auf Bildern, auf Skizzen ganz exakt auf den Punkt zu bringen. Es gibt keine Vorgabe, ihr könnt machen die Bilder, wie ihr wollt, aber sie müssen klar sein. Ja? Und was das Tödlichste ist, wenn sie in einer Coaching-Runde sind und sie sind mit ihrem Mentee und sie unterhalten sich. Ja, gestern war doch das. Naja, aber gestern war die andere Variante gelaufen und da war das und jenes. Und dann sagt, dann sind sie in so einem Modus, wer weiß es eigentlich besser? Ja, wer ist schlauer? Aber sie kommt, inhaltlich kommt da nichts. Das ist so ein Rechtfertigungsmodus. Sie brauchen den Modus, wo ein Stück Papier an der Tafel hängt oder sie sind an der Anlage. Ne? Und so, oh, hier und da und da und da. Und dann sind sie im Arbeitsmodus. Ne? Und das muss eben ein Mentee auch beherrschen. Das ist mir ein ganz arg wichtiger Punkt, diese Transparenz, die darzustellen. Zeit ist rum, ich komme mal zum letzten Punkt. Nämlich, can you lead it? Jetzt kommen mehr die Soft-Faktoren. Also jetzt weiß ich, er kann es tun, aber dann kann er lange nicht führen. Jetzt kommt das Thema, can you lead it? Er kennt natürlich, ob die Mentees in der Analyse tief ist, ganz wichtig, ne? Weil die brechen in der Regel zu früh ab. Und dann muss er sie nochmal auf eine Runde schicken. Und das Gefühl muss er haben, nee, du musst da nochmal nachlegen, reicht nicht. Ist noch kein Wirkzusammenhang oder sonst irgendwas. Aktiviert natürlich Teammitglieder entsprechend ihren Fähigkeiten, kennen sie auch alle. Na, jeder kann was beitragen, aber manche müssen sie halt schon ein bisschen kitzeln. Das sehen sie dann, wenn sie daneben stehen, wie ihr Mentee agiert. Führt durch Fragen, gibt Hinweise, hat der Mike schon gesagt, das ist nicht, der muss nicht nebulös nur durch Fragen führen, der kann schon Hinweise geben, guck mal dahin, mach mal das, konstruktive Kontakt. Aber in dem Moment, wo er dann die Lösungen vorgibt, das ist natürlich dann tödlich, wenn sie Führungskraft sind. Ja, als ein Mentor von außen können Sie es vielleicht noch machen, aber als Führungskraft ist es tödlich, weil dann sind Sie in dem Modus, ich sage euch, was ihr machen müsst und ihr macht. Also das geht gar nicht. Und klare, fundierte Kritik, die müssen Sie äußern. Was aber für mich immer das Wichtigste ist, Sie müssen dem Kollegen, und dann wird es furchtbar, einfach immer Wertschätzung zeigen. Wenn Sie Wertschätzung zeigen und das anerkennen, was da gemacht wird, dann können Sie auch mal sagen, das war jetzt großer Krampf, was ich da gemacht habe. Wenn die aber wissen, dass ich sie wertschätze als Team, dann kann man auch mal sagen, das war jetzt gar nichts, dann müsst ihr nochmal auf eine Runde. Dann ist das alles erlaubt. Damit bin ich eigentlich durch. Das letzte Feld noch. Ich hatte vor einer Woche eine Feedback-Runde wieder mit meinen Führungskräften. Da wurde mir vorgeworfen oder zurückgespielt, Richter, du bist manchmal sind die Leute irritiert, wer ist jetzt eigentlich die Führungskraft, ich oder du? Das heißt, ich habe mich so stark engagiert in diesen Runden. Ja, und es ist mit so viel Herzblut da drin, dass ich teilweise dann wieder den Mentor zu oft, also die eigentliche Führungskraft zu oft außer Kraft gesetzt habe. Ne? Da arbeite ich jetzt an mir, das war ein guter Feedback, aber der Tipp an Sie ist eigentlich das Wichtigste, darauf fehlt noch, das Wichtigste für Sie als Mentor oder als Coach, Führungskraft, holen Sie sich laufend Feedback über das, was Sie tun, von Ihren Mentees, vielleicht von dem Dritten. Sie laufen sonst in irgendeine Ecke und als Führungskraft ist immer die Gefahr, dass es Ihnen nicht unbedingt von den Mitarbeitern gesagt wird. Ja? Also laufend Feedback holen, das wäre eigentlich noch der wichtigste Rat, der jetzt hier nicht draufsteht. Vielen Dank.